Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon auf der Nintendo Switch. Meine Fresse, es ist gerade auf mein Headset laut. Es ist immer so momentan, es ist halt so, ich habe halt keine Xbox mehr. Ich zocke halt Switch, Playstation und PC mit meinem Headset. Das heißt, wenn ich was zum Beispiel auf der Switch spiele, muss mein Headset leiser machen, weil die Switch lauter ist. Und wenn ich an der Playstation 4 spiele, muss ich das Ding wieder lauter machen, weil die Playstation relativ leise ist vom Sound her und so. Ey, ich muss es andauernd hoch und runter regeln. Das heißt, wenn ich Playstation spiele und dann wieder in die Switch reinstecke, dann platzt mir gefühlt erstmal der Schädel, weil das so laut ist. Gott, die Switch ist so übertrieben laut, ich muss sie sogar manuell in meinem Streaming-Programm runterregeln, weil die zu laut ist. Und ich das hier im Game nicht einstellen kann, weil du kannst halt hier nicht... Oh Gott, dieses Piepton-Ding gerade, ne? Ich kann halt hier nicht einfach in die Einstellung gehen und dann das Audio runterdrehen. Kannst du hier nicht. Hier gibt's keine Audio-Einstellung. Animation, anschalten, ausschalten, hä? Kannst du hier wechseln, nicht wechseln, hä? Wenn du Pokémon auswechseln willst, ein gegnerisches Pokémon besiegt wurde... Ach so, ach, das kann ich ausstellen! Ich kann sogar eigentlich relativ automatisch alles in die Box kloppen. Moin Annika, was geht? Zocke gerade Zelda Master Mode. Okay, cool. Das neueste Zelda oder das zwei Jahre alte, in Anführungszeichen, Zelda? Ich habe das neue nämlich noch nicht gespielt. Das neue kommt tatsächlich nach Pokémon. Das heißt, wenn ich Pokémon durch habe, kommt wahrscheinlich Zelda. Aber erst in ein paar Wochen, Monaten, nächstes Jahr, glaube ich. Keine Ahnung. Breath of the Wild. Oh, Breath of the Wild war so gut, ne? Breath of the Wild war so ein gutes Spiel. Alter. Das war das einzige Zelda-Spiel, was ich durchgespielt habe. Shit. Hörst du diesem Score-Stadion bringen? Na klar. So, dann lass uns gleich loslegen. Na klar. Ich bin echt gespannt, was jetzt noch kommt. Ich meine, jetzt kommt eigentlich noch der Champ und dann war's das. Ja, drum zocke ich es. Aber du hast bestimmt nicht so übertrieben wie Rysix, oder? Weil Rysix, also Philipp, der hat in dem Spiel, glaube ich, schon vor 1,5 Jahren hatte er schon 435 Spielstunden. Lucky Snake Mod, was geht? Der hat das Ding innerhalb von 1 Jahr, glaube ich, auf 400 Stunden gebracht oder so. Also der hat absolut übertrieben. Habe ich meine Pokémon eigentlich noch geheilt? Ja, okay, Pandarkruss ganz oben, das ist schon mal eigentlich ganz cool. Ja, das wären dann meine Pokémon, ne? Für den Kampf, der jetzt wahrscheinlich kommen wird. Ich glaube, jetzt kommt das Finale, oder? Will jetzt in Master Mode 100%. Ohne teleportieren. Oh Gott. Kannst du mir eigentlich sagen, wie viele Spielstunden du hast? Das kann man nämlich ganz einfach nachgucken. Du musst einfach nur auf die das Hauptmenü der Switch und dann auf Profil. Würde mich echt mal interessieren. Ich meine, nach so einem Run hast du wahrscheinlich mindestens 100. Ich habe 105 Stunden. Okay, 105 ist auch schon stark. Ich bin, glaube ich, bei 60 bei Zelda. Ich glaube, 60 Stunden. Stefan! Oh, Hobby! Hip-Hop-Hobby, was geht ab, mein Bruder. Da wären wir im Score-Stadion. Dem krassesten Stadion in Gala. Junge, ist einfach krass. Krass, Junge. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfe hinlegen, die die Welt je gesehen hat. Also so würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber von mir aus, Bruder. Los, melde dich an. Na klar, na klar. Achso, es kann sein, dass ich ein bisschen müde rüberkomme. Ich bin gerade erst vor einer Stunde... Warte mal. Ja doch, um 12 Uhr bin ich aufgestanden, doch, genau. Kurz vor 12 bin ich aufgestanden, genau. Ich bin jetzt gerade mal seit einer Stunde wach oder so. Ich habe jetzt einfach direkt einen Stream angemacht, weil man langweilig war. Ich habe halt momentan keine Xbox, okay? Ich weiß nicht, was ich zocken soll, deswegen mache ich jetzt einfach einen Stream an, okay? Hallo Stefan, wir haben dich schon erwartet, okay. Da du dann beim Vorturnier erfolgreich warst, trittst du als nächstes mit 7 Arena-Leitern zum Finalturnier an. Ich muss alle Arena-Leiter nochmal plätten? Okay. Diesmal werden sie sich nicht zurückhalten. Wie, die haben sich zurückgehalten? Wenn du das schaffst, das Turnier zu gewinnen, trittst du den Champion gegenüber, okay? Möchtest du den Wartebereich betreten? Ja. Bin gerade beim ersten Titan. War Medo. Mal schauen, Fortnite habe 605 Spielstunden in Fortnite ist schon krass. Also ist echt krass. Ich glaube, na gut, auf der Xbox habe ich mehr. Also insgesamt auf PlayStation, Xbox und Switch zusammengerechnet habe ich wahrscheinlich mehr Spielstunden in Fortnite, aber. 600 ist schon krass, also 600 Stunden ist schon krass, wenn du es auf Tage umrechnest, ist das schon eine ganze Menge. Ich meine, wie viele sind das? Ich meine, 240 Stunden sind schon 10 Tage. Das heißt, du hast knapp einen Monat lang komplett in Fortnite verbracht. Jesus. Ja, ich möchte den Wartebereich betreten. Oh mein Gott, stimmt. Ich muss die Alte mit ihren Kampf-Pokémon nochmal besiegen. Oh Gott, die war so scheiße stark. Oh Gott. Wehe, die ist stärker. Wer ist eigentlich jetzt der erste Arena-Leiter? Wen muss ich jetzt als erstes kämpfen? Bist du das? Ich will ihn nicht anquatschen, ich hab keinen Bock drauf. Ich quatsch einfach mal an. Ich treffe gleich im ersten Kampf auf Roy. Ist denn nicht mal Pech? Ah, okay, warte mal. Gegen wen kämpfst du? Prozess, schon sehen. Meine Pokémon und ich werden
Okay. Ich versuche gerade ganz schnell herauszufinden, gegen wen ich kämpfen muss. Ich versuche gerade ganz schnell herauszufinden, gegen wen ich kämpfen muss. Mein Ziel würde ich sagen, in der Dynamax, was auch immer, okay. Dass ich auch nicht hier an der Tabelle kurz gucken kann, gegen wen ich kämpfen muss, ne? Ich würde so gerne meine Pokémon ein bisschen anpassen, aber ich denke mal, mein Pandago als Starter ist schon ganz gut gewählt. Weil dann kann ich mich halt danach orientieren, weil Pandago kann halt eine Menge aushalten, außer Steinangriffe gefühlt. Aber ansonsten ist er schon mal ein guter Starter, das heißt, wir lassen ihn erstmal drin. Ja, kann ich jetzt einfach hier durchgehen? Jungs, sie beginnt bald. Möchtest du zum Kampf, müsstest du den Kampfplatz betreten? Ja. Gut, dort entlang bitte. Ja, den Weg habe ich auch schon von alleine gefunden, Bruder. Den brauchst du mir nicht nochmal sagen. Ey, ich frage mich ganz ehrlich, wer jetzt kommt, ne? Wer ist jetzt der erste Gegner? Weil jeder Arena-Leiter hat halt andere Pokémon und jeder hat sich... Ich hab bisschen Schiss, Digga. Ich würde jetzt am liebsten wissen, okay, der kommt jetzt. Und dann könnte ich meine ganze Starter... Wenn zum Beispiel jetzt ein Pflanzen-Pokémon kommen würde, der Pflanzentyp, würde ich direkt mein Libello nach ganz oben hauen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Deleon, der Champion. Und ich erlaube mir mal, das Wort für den Liga-Präsidenten zu ergreifen. Natürlich wünsche ich mir, dass die Trainer der Gala-Region an diesem Wettkampf wachsen. Aber noch viel mehr will ich... Dass der allerbeste Trainer unter euch mir alles beweist. Ach, keine Ahnung. Also dann, genug geredet, hier mal gleich das Wort auf der veröffentlicht. Okay. Ich finde das mega nervig, dass du nicht weißt, wie lange die Texte unten drin sind. Das heißt, du musst die durchrushen. Du musst einfach Speed gib ihn. Manchmal sind die Texte so lang und nur ganz kurz da. Manchmal hast du so ganz kurze Texte, die richtig lange da sind. Das ist richtig kacke. Bitte? Wer ist das? Oh mein Gott, der schon wieder? Ich bin Bettys. Erinnern Sie sich noch an mich? Genau, der Bettys. Der mit Schmach und Schande disqualifiziert wurde. Bettys, das ist der Typ, dem Liga-Präsident Rose persönlich eine Empfehlung geschrieben hatte. Ich habe noch eine Rechnung mit Stefan zu begleichen. Ich weiß, dass es gegen die Regeln ist, aber ich fordere hiermit, gegen ihn antreten zu dürfen, okay? Ich verlange ein allerletztes Match. Und wenn ich verliere, schwöre ich, meine Karriere als Trainer für immer zu beenden. Was sagst du dazu, meine... okay... Der kürzlich disqualifizierte Challenger Bettys hat sich unbefugt auf den Platz geschlichen. Meine Damen und Herren im Stadion und zu Hause, bitte gedulden Sie sich einen Moment. Stell dir mal vor, jetzt kommen irgendwelche komischen Security-Leute aufs Feld gesprintet und schleifen ihn runter. Oh Gott, oh, das würde ich gerne sehen. Wie so ein Flitzer beim Fußballturnier, der nackt über die Fläche rennt. So einfach runterzieht, einfach Spray und dann ab geht's. Die Turnierveranstalter diskutieren hinter den Kulissen bereits, wie sie fortfahren wollen. Glaub mir, ich weiß besser als jeder andere, wie irrsinnig diese Forderung ist, okay? Aber ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht wieder tatenlos zusehen. Okay, Manning, moin, was geht? Was geht? Seit ich dir begegnet bin, geht mein ganzes Leben den Bach runter. Ja, jetzt bin ich schuld, weil meiner Begegnung geht es an den Bach runter. Ah, klar, ja, schieb's auf mich, okay. Erst der Liga-Präsident Rose mich eiskalt fallen. Warum hat er eigentlich so ein pinkes Outfit? Oh mein Gott. Er arbeitet jetzt für die Arena-Leiterin, die alte Omi, nicht wahr? Deswegen so viel Pink und so eine Uniform. Ja, guck mal, das ist ein Schmetterling, das ist Feen-Pokémon, ne? Oh Gott. Er ist die Vertretung von der Omi geworden, nicht wahr? Dabei habe ich nun den Befehl seiner Assistentin Olivia befolgt und die Wunschsterne gesammelt. Ah. Und dann platzt diese verrückte alte Schachtel in mein Leben und textet mich von früh bis spät mit Feen-Pokémon zu. Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt? Na klar. Ich habe ja auch gegen die Alte gekämpft. Wenn man plötzlich nur noch von Pink umgeben ist. Oh Gott, was für ein Albtraum. Stell dir mal vor, ihr kommt nach Hause, Alter. Eure Eltern haben die Wohnung gestrichen. Alles pink. Stühle, pink. Tapeten, pink. Oh. Oh. Bruder. Hm. Wenn alle nur in Quizform trägliche Feen-Pokémon kämpfen müssen. Okay. Und jetzt stehe ich hier und erzähle den ganzen peinlichen Mist auch noch ausgerechnet dir. Was ist nur aus mir geworden? Das ist eine gute Frage. Aber können wir jetzt bitte kämpfen? Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Der Champ hat die Forderung des Eindringlings tatsächlich stattgegeben. Er darf antreten. Es mag wohl Bewegungsgrund gewesen sein. Ach, keine Ahnung. Er war sein berühmter Traum, dass auf Skala irgendwelche Regionen mit den stärksten Trainern... Oh mein Gott, Junge. Bla, 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 ja, Gelegenheit. Ja, komm, kämpfen wir. Mein Stolz ist noch nicht gebrochen. Ja, kommt gleich, okay? Gib mir noch 2 Minuten, dann ist er gebrochen, okay? 2 Minuten. Oder ein Angriff mit meinem Libello. Dann ist alles cool, okay?
Ja, das Pokémon ist gar nicht mal so schlecht, was er da hat. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, Dynamax. Das bedeutet, das letzte Pokémon wird sich Dynamaxen. Naja, interessiert mich nicht. So, Level 51. Oh, ja. Wenn du meinst, Bruder, wenn du meinst. So, nehmen wir mal das hier. Der gute alte Fußtritt mit der Schulter. Meckert ihr dich? Knuddler. Tut leid, ich habe glaube ich gerade geblinzelt. Ist irgendwas passiert? Mein Pokémon ist aber mal tot. Habe ich irgendwas verpasst? Hallo? Warum ist es tot, Alter? What the fuck? Junge, mein Pokémon war 4 Stufen über. Auf einmal kommt Knuddler. Ich guck kurz weg, auf einmal ist mein Pokémon tot, Alter. Hä? Bitte? Habe ich irgendwie einen super heftigen Angriff verpasst gerade, als ich weggeguckt habe? What the fuck? Naja, kriegst du erstmal einen Feuerball, Bruder. Einfach aus Rache. So, bitteschön. Easy. Ich muss mein Padarko wiederbeleben, damit es EP bekommt, ne? Weil das wird jetzt ein guter. Ich glaube, der Kampf wird ein bisschen gegen. Boah, Devor, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, sein. Das ist ein komisches. Genau, genau das Ding, genau. Immer noch ein Feuerball, ne? Auf Ehre. Eigentlich müsste es One-Shot sein, ne? Ist ein Pflanzen-Pokémon so ein bisschen. Ja, okay. Hat sie erledigt. Okay, Level 57. Mein Pokémon wird immer stärker. Scheiße. Ein Galoppa. Oh, ja, ein Galoppa. War das jetzt nicht ein Fehl-Pokémon? Oh, ja, sieht ganz cool aus tatsächlich. Ich glaube, ich werde mir so ein Pokémon besorgen später. Und drauf erstmal ein Feuerball, ne? Ey, es ist so ein 0-plus-Ultra-Angriff, ey, das... Was soll man da machen? Das Ding one-shottet einfach alles. Keine Ahnung, was das ist, aber es wird wahrscheinlich eh drauf gehen mit einem Treffer. Hm, du hast die Ruhe weg. Du glaubst wohl, du hättest schon gewonnen, was? Klar. Warte mal, ist das jetzt dein letztes Pokémon? Gleich drauf geachtet. Was ist das denn? Ja, das ist dein letztes Pokémon. Okay. Kampf. Dynamax. Feuerbrand. Let's go. Arme Pokémon, tut mir richtig leid, ne? Also das vom Gegner. Boah, das Spiel ist ganz schön laut gerade, ne? Warte mal, ich mach mal wieder ein leiser. Ich glaube, so passt es erstmal. Ich lasse es erstmal so ein bisschen leiser als sonst. Ich hab's gerade runtergeregelt. Weil das war gerade doch ganz schön laut, oder? Ist, glaube ich, immer noch ziemlich laut. Warte mal, lass mich nochmal noch einen Ticken. Das ist kein gutes Zeichen, wenn das hier die ganze Zeit bei meinem Pegel unten im Orangenen ist. Es soll nämlich mehr so im Grün bleiben, aber es ist die ganze Zeit irgendwie im Orangen. Ewig geht das nicht runter gerade. Ich mach nochmal runter. Sheesh, Bruder. Ich glaube, jetzt ist wieder ein bisschen angepegelt, okay. Die Musik ist aber auch scheiße laut, ne? So, deiner Brand. Bruder, du tust mir leid. Du tust mir anders leid, ganz ehrlich. Das dürfte ich überleben. Okay, der Angriff sah richtig geil aus. Bisschen Regenbogen, aber trotzdem geil, auf jeden Fall, ja, geil. Na, ja, nochmal, ne? Nochmal. Immer rein. Arme Pokémon. Richtig fetter Atompilz. Wenn die Pokémon draufgehen, ist es immer so extrem laut. Jeez, Bruder. Gyarados 3 Level 50, Ehre. Jetzt sind alle meine Pokémon über Level 50. Geil. Geil. Finde ich richtig geil. Oh, Bruder. Aus und vorbei. Aber immerhin konnte ich die Vorzüge von vielen Pokémon zeigen. Aber klar, die Vorzüge. Wer mag es nicht, gewonnen zu werden von einem Feuerball? Wer mag es nicht? Scheiße. Okay, Bruder. Jetzt dürfte die Musik wieder leiser werden. Ja, die Musik ist wieder leiser geworden. Das heißt, sie macht das Spiel jetzt wieder lauter. Ja, komm schon, minus 4, nicht minus 4,3. Genau, minus 4 Dezibel. Ganz genau. Ich habe verloren. Ja, so wie die anderen 5 Male, wo du mich herausgefordert hast. Ganz genau. Die Entscheidung ist gefallen. Stefan und sein
Überragendes Team haben Bettys in die Knie gezwungen. Hey Bettys, gut gekämpft. Wir wollen dein Comeback als Trainer, gib nicht auf. Alles klar, Bruder. Mein Comeback, soll das ein Witz sein? Ich habe verloren. Damit habe ich meine Revanche in den Sand gesetzt. Na klar. Aber kann nächstes Jahr wieder mitmachen, ne? Komm, mach einfach nächstes Jahr wieder mit, Bruder. Einfach ein Jahr warten. Easy. Eigentlich wollte ich meine Karriere als Trainer jetzt ein für alle Mal an den Nagel hängen. Um dieser alten Schachtel zu entkommen. Tja, das wird jetzt leider nichts. Es wäre richtig cool, wenn die Alte jetzt auch aufs Feld gestürmt kommen würde. Nicht so langsam, sondern wirklich gestürmt, ihn schnappt und einfach wieder weiterrennt so. Einfach entführt. Und jetzt wollen plötzlich alle, dass ich als Trainer bleibe. Das ist alles nur deine Schuld. Oh, Mensch, jetzt gibst du mir dafür auch noch die Schuld, Bruder? Du gibst mir für dein Versagen die Schuld, für dein Unglück und jetzt auch noch dafür, dass die Leute wollen, dass du weiterkämpfst. Digga. Junge. Hallo? Wegen dir bin ich dazu verdammt für immer der Arena-Leiter fehlen. Ja, ist doch schön. Naja, wenigstens sollte es nicht so lange dauern, bis ich Pamela übertroffen habe. Ja, ich bin immerhin ein Naturtalent. Ja, Bruder, du bist was ganz Besonderes. Hören Sie das, meine Damen und Herren? Das ganze Stadion jubelt den beiden jungen Trainern zu. Was für eine Atmosphäre. Doch jetzt zieht sich Stefan für eine kurze Pause in den Wartebereich zurück. Ey, sagt man nicht, was zu tun habe. Und sein Team nach diesem unerwarteten Kampf wieder aufzupäppeln. Na klar. Aber dass der mein Pandago einfach gewone-shottet hat, ne? Tschüss, Bruder. Der ist einfach weg gewesen. Ich habe unten gelesen, okay, jetzt macht er Knuddel. Da habe ich kurz rüber geguckt aus dem Fenster, weil es ganz schön windig ist draußen. Dann gucke ich wieder zurück, auf einmal ist mein Pokémon tot, Alter. Hä? Bruder. Naja, auch egal, ne? Lass uns mal wieder reingehen. Boah, ich speichere mal lieber, weil ich glaube, habe ich das letzte Mal am Ende des Streams gespeichert? Ich glaube nicht, ich speichere einfach mal. 18 Stunden und 45 Minuten spiele ich das Spiel schon. Oh mein Gott, Alter. Haben die Entwickler nicht irgendwann mal gesagt, dass das Spiel 32 Stunden gehen soll? Weil davon ist eben nicht so viel zu sehen, ne? Wer ist mein Gegner, Alter? Wenn ich mir den Boden angucke, würde ich sagen, jetzt kommt ein Pflanzentyp. Aber ich glaube nicht, dass die Bodenfläche irgendwas zu sagen, weil das war ja nur bei den Arenen so anders auf dem Boden. Boah, jetzt Pflanzengegner wäre Ehre, Alter. Oh, Feuerball, die ganze Zeit. Und da sind wir wieder mit dem lang ersehnten Startschuss für das Finalturnier des Champ Cups. Im Eröffnungskampf der ersten Runde treffen die folgenden zwei Trainer aufeinander. Stefan und der berühmte Hoffnungsträger des Champs. Oh Gott, was? Okay, das brauche ich unten also nicht mehr durchlesen. Okay, ist mir alles jetzt egal. Ich mache sie jetzt einfach nochmal platt, okay? Ja, es ist eh nichts Storymäßiges hier. Es ist einfach nur noch bla, 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 bla. Okay, lass uns kämpfen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas Interessantes noch, Relevantes passiert, irgendwie für die Story. Ich hoffe, dass die Musik nicht wieder so laut wird, dass ich sie runterregeln muss, Alter, weil die wird ganz schön laut, irgendwie. Oh, das Pokémon ist geil. Das Pokémon ist richtig geil, was sie hat. Vom Design her zumindest. Ja, du wirst mein Team wegspülen. Ja, ich verstehe schon. Wie die Klospülung. Und weg. Ich verstehe schon. So, nicht so effektiv. Effektiv ist ein Nachttyp, aber. Okay, nutzen wir mal Nachttyp. Das Pokémon dürfte ich ja schaffen, oder? Ja, okay, es geht. Schwerttanz? War das ein Angriff? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee. Da ist ein Käfer-Pokémon, das könnte Schlitzer, aber auch sehr effektiv sein. Mach's einfach mal. Okay, noch einmal Nachttyp und dann ist das Ding hinüber. Bitte? Dein Ernst? Jetzt fängt es an zu regnen, nicht wahr? Natürlich. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja, klar. Oh, dieselben Angriffe. Kann ich auch hier machen. Okay. Nachttyp, let's go. Ja, gut. Noch einmal Nachttyp und das Ding ist hinüber. Rückenwind. Was für ein grandioser Angriff. Er tat nicht weh. Jetzt habe ich ein laues Lüftchen in meinem Gesicht. Cool. Warum greifst du jetzt schon wieder an, Bruder? Ich glaube, sein Angriff wurde jetzt dadurch stärker, ne? Ich glaube, durch Rückenwind wird sein Angriff stärker. Aber jetzt kommt Nachttyp, also tschüss. So, wie ist jetzt nochmal ihr erstes Pokémon? Weil wenn sie das jetzt wieder reinschickt, ein Golking. Nee, das war ein Fisch-Pokémon. Pokémon wechseln. Das war der Fischi. Jetzt kommt Pikachu mal rein. Dein großer Auftritt, Pikachu. Ich habe dich jetzt so viele Stunden schon in meinem Inventar gehabt, ne? Ich glaube, seit Anfang an fast schon. Jetzt kommt dein großer Auftritt, Pikachu. Jetzt kannst du glänzen. Mach sie fertig. Siehst du den Fisch? Taser ihn, Alter. Taser ihn, Bruder. Donner.
Komm, jetzt triff aber auch wenigstens, okay? Kaskade. Dein großer Auftritt, Pikachu. Dein großer Auftritt. Kurzer Applaus für Pikachu. Großartiges Pokémon. Ja, komm, Kramer, Bruder. Komm rein mit dir. Das schaffst du. War ein guter Kampf. War ein guter Kampf mit Pikachu. Kurze Pause hat er sich verdient, auf jeden Fall. War ein richtig guter Kampf, ja. Nehmen wir mal Pflöcker. Kaskade auch schon wieder. Wie kommen meine Pokémon überhaupt in diesen Wasserfall? Das macht keinen Sinn. Wo kommt der her? Wieso ist er da? Tschüss, Bruder. Oh, guck mal, der Rückenwind hat nachgegeben. Machen wir mal Sturzflug, das dürfte reichen. Kriegt zwar auch Schaden, aber das Ding ist wenigstens hinüber. Schaden gekriegt. Tektas. War das Käfer-Pokémon vom Anfang? Ich glaube schon, oder? Ja. So viele Pokémon hat sie denn noch? Ich will mal kurz gucken. 3 Stück hat sie noch. Okay. Ja, dann machen wir nochmal. Pflöcker dürfte reichen, weil es sehr effektiv ist. Dürfte reichen. Ja, hat gereicht. Top. Ehre. Dass Pikachu nach einem Angriff direkt draufgegangen ist, ne? Verstehe ich immer noch nicht. Alter, es ist halt einfach. Das Ding schon wieder. Mein Gott, das habe ich schon eben nicht mehr gesehen. Barakifa. Barakifa, Bruder. Nehmen wir mal. Rohrschnabel. Bisschen Abwechslung muss auch mal sein. Aqua-Durchstoß. Die haben wir uns vorgesehen, den Angriff. Rohrschnabel. Da hätte es auch drauf gehen können, Alter. Guckt euch das da oben an. Tschüss, Bruder. Nimm nochmal Bohrschnabel. Top Genesung. 31er, Bruder. 31. Jetzt kommt nochmal Bohrschnabel. Ach, jetzt macht's noch. Ah, ja, stimmt. Das war ja letztes Mal ein Volltreffer, ne? Jetzt kommt, lass mich nochmal angreifen. Aqua-Durchstoß. Okay, das dürfte mein Vogel gerade überleben. Warum nicht? Warum sterben meine Pokémon gerade am laufenden Band? Ja, Garados, komm rein mit dir. Ich will mein Libero nicht reinschicken, Alter, weil wenn Libero weiß, das Ding geht fucking nochmal drauf, Alter. So, dann wollen wir mal, ne? Bedrohung von Garados wirkt. Es wirkt einfach. So, nehmen wir mal, Orkan, genau, Orkan nehmen wir mal. Fuck, war das gerade? Orkan! Ah, tschüss. Jetzt kommt ihr letztes Pokémon, wenn mich alles täuscht. Das bedeutet, jetzt muss ich Dynamax hier. Es kommt ein riesiges Garados, meine Damen und Herren. Nicht wechseln. Ich weiß nicht, was ich sonst reinschicken soll. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, Claudia, na klar, hau raus. Kamal? Oh Gott, das Ding, Alter. Das hält so viel aus, dieses scheiß Pokémon. Aber Hydropumpe könnte was werden. Nimm mal deiner Flug, genau. Cool, dass Garados fliegen kann, ne? Finde ich wirklich ganz cool. Ist sehr praktisch. Tschüss, Bruder, was ist das Ding denn für ein Nacken? Ein richtiger Stiernacken bei dem Pokémon. Und es kann jetzt auf 2 Beinen stehen? Bitte? Halbes Turtok, Alter. Das sah übelst heftig aus, aber hat so gut wie nichts gebracht. Krass. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ehre. Deiner Brocken. Ja, okay. Tschüss, Garados. Das war's mit dir. Das war's an dieser Stelle mal wieder komplett. Und jetzt muss ich noch 2 Runden gegen ein Dynamax-Pokémon ankommen.
meinen kleinen Pokémon. Yikes. Yikes. Ich glaube, ich werde jetzt einfach Beleber durchballern, bis zum geht nicht mehr. Warte mal, lass mich mal Golgantis reinhauen. Genau, Golgantis, komm mal rein. So, du musst jetzt einfach eigentlich abtanken. Aber ich glaube, nach der ersten Steinmann bist du auch schon Matsch, Bruder. Daher nutze ich jetzt einfach mal kurz den Moment. Ich habe 30 Beleber. No, habe ich noch Top-Beleber? 4 Stück. Nehmen wir jetzt einfach mal einen Top-Beleber und ballern den mal auf Kramor. Weil ich den auf jeden Fall wieder brauche. So, Kramor ist wieder am Schlüssel. Das musst du einfach nur noch abtanken, Bruder. Einfach nur noch abtanken. Du hast einen Angriff überlebt. Das ist schon mal sehr gut. Das bedeutet, der dritte Angriff geht auch noch auf ihn. Und dann kann ich mit Kramor weiter kämpfen. Top. Nehmen wir mal das hier. Mal gucken, ob es funktioniert. Mal gucken, ob ich angreifen darf. Natürlich nicht. Und tschüss. Aber hey, die drei Angriffe sind raus. Das heißt, das Ding wird jetzt wieder klein. Klein und unbedeutend. Scheiße, nicht sehr effektiv, nicht sehr effektiv. Ja. Ich wechsle das jetzt einmal mal ganz kurz ein. Ich hoffe, dass ich einmal einen Angriff machen kann. Und zwar Doppelkick. So, das Ding wird ja klein. Genau. Doppelkick. Komm schon, lass mich zuerst angreifen. Doppelkick, Ehre. Wehe, die Alte hat noch einmal Top-Genesung, ne? Wehe. Felsgrab. Ah, das könnte ich überleben. Habe ich überlebt. Top, Ehre. Ah ja, klar. Tja, den Top-Beleber hätte ich mir sparen können, ne? Hätte ich mir echt sparen können. Naja, Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Und ich habe eh noch zu viele davon, also was soll's. Easy. Ich habe gewonnen. Schon wieder. Yeah. Aber wie gesagt, das Ding, was sie jetzt sagt, brauche ich jetzt nicht durchlesen oder so. Das ist, ja, ich habe gewonnen. Ja, okay, ich habe es geschafft. Ich habe sie bezwungen in der Arena-Challenge. Noch Claw. Fels in der Brandung. Blablabla. Bibabu. Bibababababa. Ja, okay, alles cool. Begeisterung. Ja, ja, wegspüren. Was auch immer. Kurze Pause. Kurzer Applaus. Nächste Runde. So, mein nächster Gegner ist Seider. Oh, nicht die Kampf-Pokémon. Oh Gott. Das letzte Mal, als ich gegen sie gekämpft habe, war das... Sie war die erste Arena-Leiterin, die mich tatsächlich platt gemacht hat. Die hat mich richtig hops genommen. Mit ihren Kampf-Pokémon, oh Gott. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich jetzt gegen Seider kämpfen muss und danach muss ich gegen Roy kämpfen, weil Roy wird Ness auf jeden Fall wegklatschen. Auf jeden Fall. Also Seider kommt jetzt nochmal. Kampf-Pokémon. Ich würde meinen Libero direkt reinschicken, auch weil es auch Kampfattacken kann. Aber Pandarko ist, glaube ich, auch ganz gut. Also könnte ich Pandarko auch nutzen. Mein Karamor könnte auch noch relativ was einstecken. Pikachu ist natürlich absoluter Waste. Das Ding wird wahrscheinlich direkt auf die Fresse kriegen. Gyarados könnte auch was einstecken. Ich denke mal, Libero ist ein guter Starter. Würde ich behaupten. Ich will jetzt hier nicht campen. Bruder, falsche Taste gedrückt. Jetzt, ich kann da mittendrin campen? Ja, Bruder, was geht ab? Pikachu, komm mal her hier. Komm mal ran auf den Meter. Komm mal ran hier, komm mal ran, komm mal ran, Pikachu, komm mal ran hier. Du, komm mal ran hier. Ja, links, rechts würde ich dir am liebsten... Links, rechts, links, rechts. Ja, auf mich zu schlagen, Alter. No. Ja, siehst du das hier? Guck mal, siehst du das? Hier, guck mal hier, siehst du die Feder hier? Da, guck mal, links, hier, ja. Warum schlägt mich das eigentlich? Warum schlägt mich das Pokémon eigentlich immer? Ja, guck mal, hier, siehst du da? Achso, ich kann auch die ganze Zeit einfach A smashen, okay. Bringt das eigentlich irgendwas? Bringt das jetzt irgendwas den Pokémon oder so? Kriegt das jetzt irgendwie EP oder so? Letztes Mal hat das irgendwie EP gekriegt. Ich frage mich, ob das hier irgendwas bringt, wenn ich das hier mache. Gott, die Kamera, Alter, das ist ja gerade dieses Hin und Her schwecken. So, das war's, tschüss. Ja. Offensichtlich habe ich Edo verklickt, also von da ist alles cool. So, Pikachu, mal gucken, ob du irgendwas bekommst. 2400! Bitte? Dafür, dass ich gerade noch ein bisschen rumgewedelt habe? Alter, alles klar, Bruder. Das ist schon... Schon nicht schlecht, ne? Also, kann man mal machen, ne? Einfach mal campen und das eine Stunde machen, dann hast du Pokémon Level 100, Alter. Oh, shit.
2400 EP, das ist schon stark, also...